Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Funktion des legendären RS-25 von SLS und Space Shuttle. Viel Spaß! Das RS-25 ist ein bemerkenswertes Triebwerk. Wie ich in meinem ersten Video zum RS-25 schon erzählt habe, gehört es für mich zu einem der besten Raketentriebwerke aller Zeiten. Im ersten RS-25-Video hatte ich einen allgemeinen Abriss zum RS-25 oder auch Space Shuttle Main Engine gemacht und erklärt, warum es nach dem Space Shuttle auch an der neuen NASA-Rakete SLS eingesetzt wird. In der Episode heute schauen wir uns im Detail an, wie das RS-25 funktioniert. Wir begleiten Wasserstoff und Sauerstoff durch das Triebwerk und verfolgen, mit welchen Drücken und Temperaturen das RS-25 zu kämpfen hat. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Triebwerksglocke des RS-25 so sonderbar aussieht im Vergleich mit anderen Raketentriebwerken? Ja, klären wir auch heute. Wie immer bei mir findest du Quellen unter dem Video zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folgen über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Raketentechnik-Videos und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich und wir können live dabei sein. Bevor wir uns in den Antriebszyklus stürzen, eine der vielen Besonderheiten am RS-25 ist die große Bewegungsfreiheit. Durch diese Bewegung kann der Schubvektor des Triebwerks verändert und das Fahrzeug in die richtige Richtung gelenkt werden. Der vergleichsweise große Schwenkbereich war im Space Shuttle notwendig, um das Nickmoment zu korrigieren, das durch die Verlagerung des Schubvektors entsteht, ja, wenn beispielsweise die Booster ausgebrannt sind. Aber auch die kontinuierliche Verlagerung des Massenschwerpunkts, wenn der Haupttank sich immer weiter leert, war das Problem. Das Problem hat das SLS ja nicht, da sich die Triebwerke ja direkt unter dem Tank befinden. Gibt es Triebwerke, die noch mehr schwenken oder gimbeln? Ja, das Raptor von SpaceX zum Beispiel. Das muss ja das ganze Starship um 90 Grad drehen und wilde Steuerbewegungen durchführen, sodass es in der schwenkbaren Version plus minus 15 Grad schafft. Aber schauen wir uns mal im Detail an, wie das Triebwerk funktioniert. Dann lass uns mal den Ingenieursporno starten. Hier meine allseits beliebte PowerPoint-Triebwerkspräsentation. In den meisten Raketentriebwerken haben wir mit Treibstoff und Oxidator zwei flüssige Komponenten. Einfachste Art, diese in die Brennkammer unseres Triebwerks zu bekommen, ist mit einem Fördergas, das im besten Fall nicht mit dem Tankinhalt reagiert. Da bietet sich zum Beispiel das Edelgas Helium an. Der Druck, der so realisiert werden kann, und die Förderleistung halten sich aber sehr in Grenzen. Diese Systeme nennt man Druckgasgeförderte und die meisten hypergolen Steuerdüsen an Raumschiffen, aber auch viele Satelliten werden so angetrieben. Am Space Shuttle war das Orbital Maneuvering System, mit dem das Space Shuttle den finalen Orbit erreichte und auch wieder für den Wiedereintritt bremste, mit dem AG-10 so ein druckgasgefördertes hypergoles Triebwerk. Wie ich in meiner Episode über das ESM erzählt habe, wird das Triebwerk auch am European Service Module eingesetzt und hat auch das Service Module von Apollo angetrieben. Aber die Liste ähnlicher Triebwerke ist lang. Möchte man das Ganze effizienter machen, aber vor allem, wenn man die Leistung steigern möchte, baut man eine Pumpe zur Förderung der beiden Flüssigkeiten ein. Eine für die meisten vermutlich naheliegende Idee wäre, diese Pumpen mit Strom zu betreiben. Aber der Strom muss ja irgendwo herkommen. So ist es eher exotisch und erst seit es moderne Lithium-Polymer-Batterien mit entsprechender Leistung bei wenig Gewicht gibt, ist das machbar. Die Electron von Rocket Lab wird beispielsweise so angetrieben. Aber auch die Rocket 3 von Astra. Die deutlich geläufigere Antriebsart für so eine Raketentriebwerkspumpe ist seit 80 Jahren die Wahl einer Turbopumpe. Hier nutzt man einen Gasgenerator, der, wie der Name schon sagt, durch chemische Reaktionen, zum Beispiel Treibstoff und Oxidator, große Mengen Gas generiert, um mit diesem Abgas eine Turbine anzutreiben, die wiederum eine Pumpe antreibt. Nach der Turbine stößt man das Abgas oft einfach aus. Merlin von SpaceX, F1 der Saturn V, Vulcan der Ariane 5 und 6 und viele, viele andere Triebwerke arbeiten nach diesem Zyklus. Aber, wie ich in meinem ersten Teil des RS-25-Videos schon gesagt habe, ist das Abgas für die Impulserzeugung dann verloren. Effizienter kann man das machen, wenn man dieses Abgas mit in der Brennkammer beschleunigt. Dieses Abgas ist noch sehr energiereich, da der Gasgenerator oft sehr fett oder auch fuel-rich betrieben wird. Weiter, wenn man Impuls durch Masse und Beschleunigung erzeugt. Wenn ich mehr Masse zu beschleunigen habe, kann ich auch mehr Impuls und mehr Schub erzeugen. Oder länger Schub aus der gleichen Masse erzeugen. Beides finden Raketenbauer extrem heiß. Naheliegend ist es einfach, den Abgasstrang in die Brennkammer zu leiten. Das nennt man dann gestufte Verbrennung. Erste Verbrennungsstufe in der Vorverbrennung, zweite Verbrennungsstufe in der Brennkammer. Wenn du meine Videos über das Raptor von SpaceX kennst, ist das jetzt nichts Neues für dich. Wie ich in meinem Video über das russische RD-180, das unter anderem die Atlas V antreibt, erklärt hatte, waren die Sowjets die ersten, die das mit der gestuften Verbrennung hinbekommen haben. Und das lange vor den Amerikanern.
Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs hat man im Westen gedacht, gestufte Verbrennung mit sauerstoffreicher Vorverbrennung ist technisch gar nicht machbar. Denn ein Abgasstrom, welcher reich an unverbranntem heißen Sauerstoff ist, ist für die Materialwissenschaft eine große Herausforderung. Tatsächlich wurde aber genau das in der Sowjetunion schon in den 60ern für das Mondprogramm und die N1-Rakete entwickelt und zur Einsatzreife gebracht. Das hat man im Westen zwar gehört, hielt es aber für Propaganda. Erst in den 90ern wurde dann klar, dass die Triebwerksentwicklung in der Sowjetunion der westlichen Welt um Jahre voraus war. Aber dazu empfehle ich dir, wie gesagt, mein Video über das RD-180. Warum hole ich so weit aus? Ja, gerade weil man in den USA die sauerstoffreiche Vorverbrennung, fälschlicherweise muss man ja sagen, für nicht technisch möglich hielt, schlug man einen anderen Weg ein. Die treibstoffreiche Vorverbrennung. Das ist grob so, als würde man das Merlin-Triebwerk von SpaceX nehmen und den Abgasstrang der Turbopumpe in die Brennkammer leiten. Das geht aber nur, wenn das Abgas genug Druck hat, um entgegen dem Brennkammerdruck eingedrückt zu werden. Mehr Druck bedeutet dann natürlich Anpassung an der Turbopumpe und ein ganzer Rattenschwanz an Änderungen. Und wie du vermutlich weißt, ist das RP-1, mit dem die Falcon 9 von SpaceX und dann eben auch das Merlin-Triebwerk betrieben wird, ein kerosinähnliches Erdölprodukt, das zur Rußbildung neigt. Und genau dieser Ruß würde die feine Einspritzung verstopfen. Ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, muss der Treibstoff so eingespritzt werden, dass die Reaktionspartner möglichst schnell zueinander finden. Die Einspritzung von Raketentriebwerken. Super Thema für ein eigenes Video. Würde dich das interessieren? Schreib mir doch gerne unter dem Video. Lange Rede, kurzer Sinn, gestufte Verbrennung mit treibstoffreicher Vorverbrennung und langkettigen Treibstoffen, ja, ist eine schlechte Idee, beziehungsweise ein Glücksspiel, das man vermeiden möchte. Warum sage ich langkettig? Nun ja, weil bei sehr kleinen Molekülen die Gefahr des Verrußens eben nicht besteht. Denn entweder wir haben keine Reaktionspartner oder eben einen kleinen Ausgangsstoff. Und was kennen wir an Treibstoffen, die sehr, sehr klein sind? Ja, genau, elementarer Wasserstoff. Wenn der mit Sauerstoff reagiert, haben wir Wasser, das bekanntlich nicht zum Russen neigt. Aber wie funktioniert das jetzt im Detail beim RS-25? Ja, da das RS-25 treibstoffreich verbrennt, fangen wir mal mit der Wasserstoffseite an. LH2 für Liquid Hydrogen in Rot ist der flüssige Wasserstoff. Im RS-25 gibt es Niederdruckpumpen, die sowohl wasserstoffseitig als auch sauerstoffseitig vor den eigentlichen Turbopumpen Druck aufbauen. Der Übersicht halber habe ich das hier nicht dargestellt. Was ist deren Funktion? Ja, die erhöhen den Druck so weit, dass sich in den Hauptpumpen an Unterdruckstellen keine Gasblasen bilden können. Das Fachwort heißt hier Kavitation. An Pumpen, an denen sich durch Kavitation Gasblasen bilden, können massive Schäden entstehen. Die Gasblasen bilden sich durch den Unterdruck, implodieren aber sofort wieder, wodurch Metall aus den Pumpenteilen herausgerissen werden kann. Aber weiter auf unserem Weg des Treibstoffs. Der flüssige Wasserstoff wird mit niedrigem Druck in die Haupttreibstoffpumpen gedrückt und hier auf extreme Drücke gebracht. Mal eben auf 450 Bar, wenn es auf 109% der Normalleistung läuft. Ein Bar kannst du dir grob als die Gewichtskraft von einem Kilo auf der Fläche von einem Quadratzentimeter veranschaulichen. Also 450 Bar ist etwa so viel, als würdest du 450 Kilogramm auf deinen Daumennagel absetzen. Ja, besser nicht ausprobieren. Wie bei nahezu allen Raketentriebwerken, die Flüssigtreibstoffe verbrennen, wird der Wasserstoff jetzt in die Triebwerkswand gedrückt, um dort die Materialien zu kühlen. Das finde ich immer total verrückt, wenn man sich Bilder von Tests anschaut. Dann sieht man außen an dem Triebwerk Eis und nur ein paar Millimeter weiter innen 3300 Grad. Die 3300 Grad Celsius im Brennkammerninnern sind übrigens heiß genug, dass nicht nur Eisen schmelzen würde, sondern es würde sogar anfangen zu kochen. Kein Werkstoff, den wir für die Konstruktion von Triebwerken zur Verfügung haben, kann 3300 Grad Celsius standhalten. Besonders dann, wenn wir den Werkstoff noch mit über 200 Bar Brennkammerdruck beaufschlagen. Und da reden wir ja noch gar nicht über die Wiederverwendung. Aber weiter im Diagramm. Nachdem wir mit dem Wasserstoff durch die Triebwerkskühlung marschiert sind, wird der Wasserstoff in die beiden Vorverbrennungen gedrückt. Gasgenerator bzw. Preburner oder eben Vorverbrennung ist eigentlich ein kleines Raketentriebwerk für sich. Das kann man sich tatsächlich wie eine kleine Brennkammer vorstellen. Hier wird zu dem Wasserstoff noch ein kleiner Teil Sauerstoff eingespritzt. Das sind etwa 7% des insgesamt durch das Triebwerk verbrauchten Sauerstoffs. Ein Gaszünder setzt dann das Gemisch in Brand. Wasserstoff und Sauerstoff mit Initialenergie zur Knallgasreaktion. Kennst du vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Das Resultat? Heiße Raketentreibstoffliebe. Es wird also energiefrei und die können wir dann nutzen, um über eine Turbine zu entspannen und dabei Arbeit an der Turbine zu verrichten. Welche Arbeit? Genau, wir müssen ja die Pumpe antreiben. Klingt jetzt vielleicht nach einem Teufelskreislauf, denn das eine muss ja funktionieren, um das andere anzutreiben, ist auch nicht trivial und das Turbopumpendesign und die Zündung von Raketentriebwerken sind somit das komplexeste an Raketentriebwerken. Aber zurück zu unserer Vorbrennkammer und der Turbine. Der Wasserstoff wird in dieser Vorverbrennung über 700 Grad Celsius heiß. Dadurch wechselt er seine Phase von flüssig zu gasförmig. Das heißt, nach der Vorverbrennung haben wir zum einen gasförmigen Wasserstoff und zum anderen Abgas aus der Verbrennung im Massenstrom.
Was ist das Reaktionsprodukt von der Knallgasreaktion im Chemieunterricht? Ja, genau. Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser. Ist es jetzt nicht doof? Löscht das Wasser nicht unser Triebwerk? Nee, Wasserstoff brennt immer noch sehr gerne, wenn er mit dem Wasserdampf gemischt ist. Also weiter. Dieses Gemisch drücken wir jetzt mit hohem Druck in die Hauptbrennkammer. Und da beim RS25 sowohl die Wasserstoffturbopumpe als auch die Sauerstoffturbopumpe fuel-rich, also treibstoffreich, arbeiten, läuft die ganze Sache für den Sauerstoff ziemlich ähnlich ab. Wir haben auch auf der Sauerstoffseite eine Niederdruckpumpe, die den Sauerstoff zur Sauerstoffhauptpumpe drückt. Wie gesagt, in meinem Diagramm zur Übersicht nicht dargestellt. Auch hier wird ganz ähnlich zum Wasserstoff der Sauerstoff auf hohen Druck gebracht. Fällt dir hier was auf? Während bei der Wasserstoffseite kein unverbrannter Sauerstoff Kontakt zum Wasserstoff hat, der verbrennt ja in der wasserstoffreichen Vorverbrennung vollständig, liegt bei der Sauerstoffturbopumpe unverbrannter Sauerstoff und unverbrannter Wasserstoff räumlich sehr dicht beieinander. Tatsächlich ist die Abdichtung der Turbopumpenwelle ein richtig kniffliges Ingenieursproblem. Denn erstens ist der Wasserstoff ein kleiner, fieser Geselle, der überall durchkriechen möchte. Und zweitens drehen die Turbopumpen mit extrem hohen Drehzahlen. Das macht es beinahe unmöglich, die Welle vernünftig abzudichten. Beinahe unmöglich, denn für den Ingenieur ist ja nichts zu schwer. Gelöst wurde das beim RS25 mit Helium als Sperrmedium im Lichtspalt zwischen Turbine und Pumpe. Dann leckt mitunter etwas Helium in die eine oder andere Richtung, aber die Berührung des Sauerstoffs und des Wasserstoffs wird in jedem Fall verhindert. Die Sauerstoffturbopumpe dreht übrigens mit 28.000 Umdrehungen pro Minute und die Wasserstoffturbopumpe sogar mit über 35.000 Umdrehungen pro Minute. Warum dreht die Wasserstoffturbopumpe so viel schneller? Wir brauchen doch eigentlich viel weniger Wasserstoff als Sauerstoff. 6-mal mehr Sauerstoff als Wasserstoff, um genau zu sein. Ja, aber Pumpen sind eben kein Fließband, das Masse in Blöcken transportiert, sondern einen Volumenstrom bereitstellt. Und da die Dichte von Wasserstoff so viel geringer ist als die Dichte von Sauerstoff, muss die Wasserstoffpumpe 10-mal mehr Volumen befördern als die Sauerstoffpumpe. Der höhere Volumenstrom wird zum einen durch eine deutlich größere Pumpe und zum anderen eben durch die höhere Drehzahl realisiert. Daher war es den Ingenieuren leider auch nicht möglich, beide Pumpen über eine Vorverbrennung antreiben zu lassen, was deutlich Gewicht gespart hätte. Aber zurück zum Weg des Sauerstoffs. Anders als der Wasserstoff geht der Sauerstoff aus der Pumpe direkt in die Brennkammer. Kleine Teile des Sauerstoffs werden vorher angezapft, um die Niederdruck-Sauerstoffpumpe anzutreiben. In meiner Vereinfachung auch nicht dargestellt, muss der Sauerstoff, bevor er in die beiden Vorbrennkammern geht, von einer zusätzlichen Pumpenstufe auf höhere Drücke gebracht werden. Das ist auch eigentlich ganz logisch. Das heiße Abgas der Vorverbrennung muss ja nach den Turbinen noch genug Power haben, um entgegen dem Brennkammerdruck eingedrückt zu werden. In der Hauptbrennkammer findet der Hauptteil des noch flüssigen Sauerstoffs und der gasförmige Wasserstoff zueinander und werden über einen kleinen Gaszünder in der Mitte des Injectorplates in Brand gesetzt. Wenn du aufgepasst hast, dann ist dir aufgefallen, dass der Sauerstoff flüssig eingespritzt wird. Der Wasserstoff zusammen mit dem Wasserdampf aus der Vorverbrennung aber gasförmig in die Brennkammer trifft. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ist das eine ziemlich gute Idee, da bei ausschließlich flüssig eingespritzten Treibstoffen die Durchmischung länger braucht. Bei gasförmigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff wird der Sauerstoff über ein zentrales Düsenelement eingespritzt. Der gasförmige Brennstoff, unser Wasserstoff, wird konzentrisch um diese Düse eingeleitet und im besten Fall mit einem Drall eingespritzt. Der gasförmige Brennstoff, unser Wasserstoff, ist sehr viel schneller und zerstäubt den flüssigen Sauerstoff. Man spricht auch von Atomisieren der Reaktionspartner. Denn je mehr ich den beiden Stoffen unter die Arme greife beim Liebesspiel, umso höher ist der Wirkungsgrad meiner Verbrennung. Hoher Verbrennungswirkungsgrad bedeutet eigentlich immer hohe Temperatur. Ich habe schon gesagt, 3300 Grad Celsius. Das ist schon eine Hausnummer. Für die Brennkammer wurde eine spezielle Inconel-Legierung gewählt. Aber auch die kann den Temperaturen nicht widerstehen, sondern in der Brennkammerwand befinden sich rund 390 Kanäle, durch die außen zur Kühlung flüssiger Wasserstoff fließt. Kommen wir zur Düse. Ist dir mal aufgefallen, dass die Düsenerweiterung am RS25 irgendwie komisch aussieht? Ja, das liegt an dem Flugprofil des Triebwerks. Am Space Shuttle ist es offensichtlich, dass die Triebwerke von Meereshöhe bis in den Weltraum arbeiten müssen. Aber auch am SLS müssen die RS25 auf diesem großen Druckbereich arbeiten. Das Fachwort für diese Art der Triebwerke heißt Sustainer. Auf Deutsch heißt das so viel wie Dranbleiber, weil sie eben nicht abgeworfen werden, sondern bis in den Weltraum tragen. Wenn du meinen Raketenstart-Livestream schon gesehen hast, dann weißt du, dass eigentlich alle gestuften Raketen für Start und Weltraum unterschiedliche Triebwerke verwenden. Im Weltraum können Raketentriebwerke viel effizienter arbeiten, weil sie nicht gegen den Luftdruck auf Meereshöhe arbeiten müssen. Man kann sie sogar speziell auf das Vakuum des Weltraums optimieren. Diese vakuumoptimierten Triebwerke funktionieren aber nicht auf Meereshöhe, beziehungsweise es besteht die Gefahr, dass es aufgrund des Luftdrucks zu Strömungsablösungen an der Düsenerweiterung kommt, die zu Druckstößen führen könnten, die das Triebwerk dann zerstören könnten.
Die RS25-Düse hat für den Brennkammerdruck mit 69:1 ein ungewöhnlich großes Expansionsverhältnis. Auf Meereshöhe würde sich bei einer Düse mit diesem Verhältnis normalerweise der Abgasstrahl von der Düse lösen, was dann zu Schwierigkeiten bei der Steuerung führen und sogar das Triebwerk mechanisch beschädigen könnte. Um den Betrieb des Triebwerks auf Meereshöhe zu erleichtern, ändert sich der Winkel der Düsenwand gegenüber dem theoretischen Optimum kurz vor Düsenaustritt. Der Düsenauslass am RS25 ist also ein bisschen enger. Dadurch wird der Druck in der Nähe des Randes ein bisschen erhöht und eine Strömungsablösung auf Meereshöhe wird verhindert. Wenn man sich Aufnahmen der Triebwerkszündung ansieht, kann man sehen, wie die Strömung zu Anfang noch abgelöst an der Innenwand entlang züngelt. Wenn das Abgas unter Vollschubbetriebsbedingungen die Düse verlässt, ist es übrigens 13 Mal schneller als der Schall. Ah, ich muss auch unbedingt mal einen Raketenstart live erleben. Das muss unglaublich rühren. Hast du schon mal einen Raketenstart live erlebt? Teil doch gern deine Erfahrungen mit mir und den anderen unter dem Video. Vielleicht gibt es ja auch für mich mal die Möglichkeit, einen SLS-Start in Florida zu verfolgen. Ich wollte ja sowieso mal Felix in den USA besuchen. Das wäre schon was. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und glaub mir, das war nur die Spitze des Eisbergs, den man zum RS25 erzählen könnte. Vielen Dank an Cheratal und Eneas fürs Skriptchecken und an Johanna fürs Korrekturlesen. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen Nischenkanal möglich und helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, gern meinen Kanal abonnieren, denn hier gibt es ja jede Woche neue Raumfahrttechnik-Videos, Raketenstart-Livestreams und die neuesten News aus der Raumfahrt. Ich hoffe, das Video heute hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.